Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen. Ja, nicht in Wessex, sondern in Mercia. Denn nach Mercia müssen wir reisen, um es vor diesem Mann hier zu beschützen. Das ist Jarl Arngrim, ein weiterer nordischer Abenteurer, der sich hier gerade auf der Nordsee befinden muss. Mit ja, 8.800 Mann oder so um den Dreh ist er unterwegs. Mit ihren Langschiffen sind sie auf dem Weg zur englischen Küste. Ja, diese Gefahr müssen wir abwehren. Aber mittlerweile sieht es eigentlich so ganz gut aus, was die Armeestärken angeht. Der alte Jarl Ivar, tatsächlich ja immer noch Sohn. Moment. Ich dachte. Nein, okay, Enkel von Ivar des Knochenlosen. Dazwischen gab es noch den Earl Barrit Iverson. Er ist ja mittlerweile, wenn man so will, auf unserer Seite, kämpft hier mit für uns und dementsprechend sind wir ganz gut ausgerüstet. Schlau wäre es natürlich, ah, schaut mal, hier oben kommen sie angesegelt mit ihren Langschiffen hier zwischen den äußeren Hybriden segeln sie entlang. Dann ist die Frage, wo gehen sie an Land? Schlau wäre es natürlich oder gut wäre es, sie dort abzufangen, wo sie an Land gehen, dass wir diesen Verschiffungsmalus für uns nutzen könnten. Aber da bin ich mir ehrlicherweise unsicher, was die KI davon hält. Ja, wir waren eigentlich hier unterwegs, um unseren anderen Verbündeten hier in Cornwall, diesen jungen Herzog von Cornwall, zu unterstützen, einen Anspruch durchzusetzen, den er hat, hier auf ein Artefakt, das Banner seiner Dynastie. Ja, aber eins ist klar, dieser Krieg hier ist wichtiger. Und von daher werden wir uns hier leider erstmal etwas zurückziehen müssen und werden natürlich mit unseren Mannen dann hier wieder in den Norden segeln. So, und jetzt ist natürlich die Frage, das sind nur Plünderer in Anführungszeichen, hier kommen sie. Ja, schade, sie erwarten sie. Um und bei Mercia sozusagen. Aber ja, und das ist auch noch Unterzahl, Freunde. Das ist auch noch Unterzahl. Ja, sie ziehen sich schon zurück. Wobei sie mit dem Verschiffungsmalus eigentlich 8.200 Mann, ja, wenn sie es klug anstellen würden, hätten sie eigentlich eine Chance. So, er lernt Nordisch. Ich war aber der Meinung, dass er das eigentlich schon kann. Was ist denn mit seiner Verlobten? Die ist noch nicht bei uns am Hof, ne? Nee, die ist noch in Braunschweig. Die kommt erst, wenn die beiden heiraten. Das ist aber nicht mehr lange hin. Dann kann er vielleicht von ihr dann. Ich meine, was spricht sie denn? Sie spricht Sächsisch. Okay, und wir sprechen Englisch. Vielleicht ist die Sprache nicht so schwer zu lernen. Vielleicht gibt es da noch Ähnlichkeiten. So, Leute, ich glaube, ihr hättet eine gute Chance gehabt. Mit dem Verschiffungsmalus. Jetzt ist der aber mittlerweile abgearbeitet. So, und hier kommen unsere Mannen. Wir machen einen kleinen Bogen. Ja, und dann müssen wir aber hier mal alle Mann uns zusammentun. Oder was meint ihr? Wie sieht's aus? Über diesen Fluss anzugreifen, ist nicht so schlau. Was macht die KI? Ich meine, hier können wir easy reinmarschieren. Aber kommen sie dann? Wahrscheinlich nicht, ne? Und sie müssten dann noch über den Fluss, das wäre auch nicht gut. Tja, da machst du nichts. Da müssen wir dann auch erstmal hier stehen bleiben. Und solange die Hauptarmee sich nicht bewegt, können wir da nichts machen. Außer abwarten. Schaut mal, wie schön hier der. Ist das der restliche Schnee, der jetzt im Frühjahr hier noch über die Grafschaften weht? Jetzt ist er verschwunden. So, jetzt kommt aber hier die endgültige Verstärkung. Damit könnt ihr doch marschieren. So wird hier nur Geld verschwendet. Oder stellt er sich jetzt dazu? Ne, jetzt marschieren sie, oder? Ja, jetzt marschieren sie. Wir werden aber mal gucken, dass wir nicht über den Fluss angreifen. Und Verlobte können derweil heiraten.
Hä? Ach hier, die junge Dame ist jetzt 16 geworden. Ja, genau. Okay. Ja, das wird ihm beim Prestige leider wieder etwas ins Hintertreffen bringen. Aber sie ist mitfühlend, zufrieden und ein wenig arrogant. Eine graue Eminenz, also wunderbar in Sachen Bildung. Eigentlich hat er da eine gute Partie gefunden. Also werden wir das Verlöbnis hier jetzt sicher nicht brechen, zumal sie ja auch unsere Ratsverwalterin ist. Gut, wunderbar. Aber das Ganze ändert auch nichts irgendwie an seiner Position, ne? Naja. So, wir marschieren hier mal rein. Oh, sie wollen wieder aufs Wasser fliehen. Das wird uns jetzt hier als Minus angezeigt. Genau, das liegt aber nur an, wenn wir alle zusammen sind. Oh, und unser Sohn führt aber an hier die Schlacht. Ja, sehr gut. Ruhm für unseren Alfred. So, hier sind wir jetzt nicht mehr Anführer. Ja, wir konnten sogar erstmal diese kleine Truppe aufreiben. Sehr, sehr gut. Ei! Oh nein, und unser Sohn! Er wurde verstümmelt, er ist jetzt einäugig. Alfred hat nur ein Auge. Ah, über diesen Namen Alfred ist auch irgendwie ein Fluch, oder? Sein Vater war sehr früh unterwegs, mit nur einem Bein. Und er, Kampfgeschick, minus zwei. Eieiei, er hat jetzt in dieser Schlacht ein Auge verloren. Tja, aber so ist das, wenn man sich beweisen muss. So, sie werden jetzt hier wahrscheinlich zurückbelagern, oder? Und das ist... Ernsthaft? Das ist schon der Sieg? Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Haben wir... Oh, schaut euch das an. Ernsthaft? Wir haben die komplett aufgerieben. In einer Schlacht. Mit 13.000 Mann gegen 7.600. Und da hat niemand überlebt. Also bis auf ihn. Wie haben denn hier unsere Champions gekämpft? Sechs Räte, ja, aus Ostsachsen kommen immer die größten Krieger, wie es aussieht. Wo ist denn unser Sohn? 19 immerhin, aber ach, er hat sich hier verwunden lassen. Ist er etwa der Einzige? Das gibt's doch nicht. Er ist dieser alte, 74-jährige Earl mittlerweile. Gut, er hat nur drei getötet, aber... Unser Sohn, der Einzige, der hier Schaden davon getragen hat. Gut, glücklicherweise nicht allzu großen. Gut, dann werden wir aber jetzt nochmal schauen, wie es hier aussieht. Ha, 2400. Wo ist er denn mit seinen Mannen? Können wir das sehen? Da. Ja, das sind 500 Stück, ne? Viel ist das nicht mehr. Aber wir werden natürlich schauen, können wir hier nochmal... Ne, wir können hier nichts ausheben. Gut, viel haben wir aber auch nicht verloren. Denke ich, machen wir uns wieder auf den Weg. Wir müssen uns aber vereinen mit ihnen. Alleine haben wir da keine Chance. Also zumal auf fremdem Gebiet. Da hat er ja meist noch einen Verteidigungsbonus. Wer erwartet hier einen Ratsposten? Ach, der ist jetzt 16 geworden. Der ist aber auch ein guter Verwalter. Der junge Earl von Dunholm. Denn hier mit der alten Gräfin? Naja. Ich meine, sie hat uns jetzt lange gedient, hier diesen Emporkömmling jetzt sofort in den Rat zu setzen. Er ist gut geeignet, aber er muss sich, glaube ich, erstmal noch ein wenig beweisen. So schnell geht das auch nicht. So, und es gibt wieder die Möglichkeit, huldigen oder eine Petition. Sieht es denn aus eigentlich? 200 Gold hat unser Bruder. Gibt es denn jetzt etwas, was wir machen können? Nee. Es gibt keine Möglichkeit, hier eine sinnvolle Petition zu stellen. Dann macht das auch keinen Sinn. So, wohin marschiert er jetzt? Flüchtet so ein bisschen in der Gegend rum. Oder will er auch wieder auf die Schiffe? Ei.
Wenn er sich jetzt hier abfangen lässt und diese Schlacht verliert, ganz ehrlich, dann brauchen wir da auch nicht mehr hin. Ja, natürlich wird er diese Schlacht verlieren und wie er die verlieren wird. Und damit ist, glaube ich, die Entscheidung unseres Alfred klar. Ich meine, wir können uns das hier nochmal anschauen. Wir haben das Geld für die Verschiffung jetzt leider ohnehin bezahlt. Minus 4 auch, es ist auch teuer. Ist das eigentlich auf den Schiffen? Ein Gold. Okay, für je 100 eingeschiffte Soldaten werden Kosten in Höhe von 1 Gold fällig. Ja, okay, deswegen haben wir jetzt 19 bezahlt ungefähr. Aber sind die Unterhaltskosten auf See auch höher? Er hat noch Restmänner übrig hier. Zusammen 2200. Wo flieht er denn hin? Da oben. Dann gehen wir mal da an Land. Weil lange können wir uns diesen Krieg auch nicht mehr leisten. Und jetzt all unser Geld auszugeben. Ist das so teuer? Muss hier wieder aufgebaut werden? Nee, eigentlich nicht. Warum bezahlen wir denn jetzt so viel? Ist das, müssen wir mal beobachten, ob das wirklich daran liegt, dass wir auf dem Wasser sind. Nee, da hat sich nichts dran geändert. Warum ist denn das so unglaublich teuer geworden? Das war doch vorher nicht so teuer. So, er marschiert wieder. Dann werden wir uns ihn mal ankoppeln. Ja, auch mit 2100 Mann haben wir da nicht wirklich eine Chance. Also nicht, wenn er taktisch... Also wenn, muss er taktisch gut kämpfen. Über einen Fluss oder irgendwas. Es wird hier belagert. 7 Monate. Haben wir in unserer Armee jemanden, der belagern kann? Nee. Und schaut mal, jetzt sind die Kosten wieder auf 2,4 runter. Oder hat sich etwas an unseren Einnahmen getan? Da habe ich jetzt nicht drauf geschaut. Aber erstmal geht es darum, dass dieser Junge, dieser Empörkömmling versucht, uns zu manipulieren. Als das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber mein Vasall Earl Ulfkiel wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt bei meinen Vasallen. Er lotet meine Grenzen aus. Der ist aber kühn. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihm nicht an seinem Schwachpunkt angreife. Alle Probleme in die Schuhe schieben. Er würde alles in seiner Macht Stehende tun, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, als fleißiger Typ. Ja, ich meine, das passt doch, oder? So einem 16-Jährigen jetzt hier im Grunde lauter Aufgaben zu übertragen, die er eigentlich nicht erfüllen kann. Aber was ist geschehen? Aber keine Information. Wir haben ein Druckmittel erhalten, schaut mal. Versucht seine Aufgaben gründlich zu erlegen, schelte ich ihn vor allem. Und wenn er sich beeilt, zeige ich allen, wie schlampig er gearbeitet hat. Er versucht nach Kräften, es mir recht zu machen, aber ich würdige seine Mühen einfach nicht. Jetzt bleibt er still und senkt den Blick. Und damit haben wir sogar ein schwaches Druckmittel gegen ihn erhalten. Mhm. Sehr gut. So, sie kommen jetzt hier anmarschiert. Oder? Oder lässt er uns hier belagern? Versorgung 2600 dürfte eigentlich nicht so schlimm runtergehen. Nee, nur 4 Monate. Ah, ausgeglichene Chancen. Bessere Armeebefehlshaber, weitere Befehlshaber-Eigenschaften haben wir. Aber er hat die Waldverteidigung, Verteidigergebäude. Wir können nochmal gucken, ob wir... Na, wir sind schon da. Wulfgar könnten wir noch hier an die Spitze stellen. Er ist noch besser und er ist ein Wintersoldat. Wir haben ja gerade Winter, ne? Dann setzen wir hier nochmal den besseren Mann an die Spitze. Hier, was unser Sohn mitgebracht hatte, das gilt ja nur gegen feindliche Glauben. Puh, das wird aber dann eine
schwierige Schlacht werden. Oh, und jetzt wird sie uns hier sogar als... Ah, es schwingt hin und her. Das wird spannend. Das wird eine spannende Schlacht. Erst mit 22, aber auch ganz gut. Und es wird hier größtenteils jetzt auch auf das Würfelglück ankommen. Aha. Und jetzt meldet sich hier die Countess Edberg. Und sie hat eben über diesen Ulfkittel etwas in Erfahrung gebracht. Auch wenn es mich anekelt, diese Sache an euch heranzutragen, so muss ich euch doch mitteilen, dass dieser Mann Geheimnisse von beunruhigender Art vor euch hat. Okay. Sie wird mir das Geheimnis offenbaren. Oder vergesst das lieber alles. Ja, wir haben ja gerade gesehen, was das für ein aufbegehrender Typ ist hier. Was hat sie uns denn über ihn zu erzählen? Versuchter Mord? Ernsthaft? Das ist ja keine Lappalie. Wen hat er denn versucht zu ermorden? Ach, sie tatsächlich! Eieieiei, na da sieh mal einer an. Hat er versucht, sie aus dem Weg zu räumen? Damit er Ratsverwalter werden kann? Also so geht's aber nicht. So geht's aber nicht. Wir hätten mittlerweile die Möglichkeit. Versuchter Mord, das ist das Problem, ist kein... Versuchter Mord ist noch kein Verbrechen. Also, Gedanke dabei, ihm hier diese Grafschaft zu entziehen. Aber das Ganze sollte ja möglicherweise keine Tyrannei sein. Gut, aber das ist erstmal interessant zu wissen. Wir konzentrieren uns aber hier erstmal auf diese Schlacht, wo es aber tatsächlich gut aussieht. Wo es gut aussieht. Wir sind hier jetzt gerade in der späten Schlachtphase. Unsere Bogenkämpfer sind extrem gut. Seine Pikiniere wird vom gepanzerten Fußvolk und von den Huskarlen gekontert. Ja, wir gewinnen diese Schlacht. Wir gewinnen diese Schlacht sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was wir aber auf jeden Fall erstmal machen müssen, wir müssen die monatliche Verstärkung hier erstmal einstellen. Ansonsten wird das hier mit dem Geld zu knapp. Das wird so schon knapp werden. Schauen wir uns diese Schlacht nochmal an. 760 Verluste. Die Hälfte ungefähr auf unserer Seite. 90% Kriegsstand. Und wie hat unser... Jetzt sag nicht, Alfred ist schon wieder verwundet worden. Was hat er denn diesmal? Um Gottes Willen. Auch er ist jetzt entstellt, verwundet und hat auch noch schwer heilbare Wunden. Oh Leute, es steht nicht gut um ihn. Es steht nicht gut um ihn. Dabei ist er eigentlich doch so ein guter Kämpfer. Eieieiei, so, wir können die Bande ändern. Nee, das wollen wir nicht. Tja, ich denke, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir werden... Wo wollte ich denn hin? Druckmittel und Geheimnisse, genau. Wir können hier... Wird er sich denn erpressen lassen? Ja, das tut er. Wir warten mal ab, bis er das angenommen hat. Und jetzt haben wir hier das starke Druckmittel gegen ihn. Wird es hier... Welche Möglichkeit haben wir denn noch? Einkerkern können wir ihn mit dem Druckmittel. Das wäre aber auch immer noch ein Akt der Tyrannei. Damit fürchte ich aber, dass auch... Aber ein starkes Druckmittel verfällt auch nicht, oder? Ein starkes Druckmittel verfällt doch auch nicht. Kann man das hier sehen? Dem schwachen Druckmittel? Nee. Gut, warten wir erstmal ab. Das Thema Lehnsautorität ist ja so eine Sache. Das hatte ja unser Eckbert irgendwann mal auch reduziert, weil er einfach, ja, es ruhig haben wollte und wollte, dass seine Vasallen die meisten Aufgaben selbst übernehmen. Ja, schauen wir mal, was wir damit
noch voranbringen können. So, jetzt schauen wir aber erstmal hier weiter. Zunächst wird jetzt hier erstmal nur belagert. Oh, und ein Diplomatie-Vorzug ist jetzt wählbar. Und dann schauen wir mal, wohl überlegt, wohlmeinender Wille. Moment, Titel verloren. Da müssen wir uns gleich mal was an... Was ist hier passiert? Wie bitte? Was ist denn jetzt hier passiert? Unser Bruder... Die Fraktion hat zugeschlagen. König Edmund, ernsthaft, diese Fraktion, die er gegründet hat, die hat jetzt ja zugeschlagen und er ist... Wie ist er denn jetzt hier an diese Grafschaft? Warum bekommt er dann diese Grafschaft? Warum bekommt er Hampshire? Warum bekommt er unsere... Was ist hier los? Ich meine, ja, er hatte nichts. Ich meine, er ist ein Wessex, ne? Er ist ein echter... Wessex, hatten wir die? Ne, das war... Hoffentlich hatten wir sie matrilinear verheiratet. Ist das der Grund? Weil er ein Wessex ist? Oh Leute, das geht aber nicht. Das geht nicht. Das ist ein Stich ins Herz unserer Angelsachsen hier aus Wessex. Was haben wir denn da jetzt noch? Dorset und Somerset. Ja, wir haben nur diese eine Grafschaft verloren und er ist jetzt hier durch eine Fraktionsforderung installiert worden. Da müssen wir gleich mal gucken, wie die Wahlen aussehen. Da werden wir gleich mal für unseren Bruder und Freund stimmen. Ja, und dann... Das gibt's ja nicht. Und sie ist nicht mehr... Sie ist jetzt nicht mehr bei uns im Rat. Nee, unsere Ratsspitzin. Okay, ja klar, sie ist ja hier aus Portsmouth, das gehört natürlich auch nicht mehr zu uns. Sie ist weiterhin unsere Vasallin, sie kann aber die Aufgabe nicht mehr fortsetzen. Sie sollte ja entwickeln. Ja, da muss sie jetzt auch Steuern eintreiben. Wir brauchen neuen Ratsspitzel erstmal. Wer bietet sich da denn an? Einer unserer Ritter. Tja, viel mehr haben wir da nicht, ne? Otgar de Roos vielleicht, der gute Mann. Erstmal auch von der Ausbildung her. Ihn werden wir hier mal zuweisen. Aber das ist ja... Das ist ja ein starkes Stück. Eieieiei. Ja, und jetzt fehlen uns natürlich auch Einnahmen. Wie sieht's denn hier mit unserem Sohn aus? Der hat aber auf... Warum hat der auch keinen Anspruch jetzt auf Hampshire? Ich meine, auf Wessex hat er einen Anspruch und damit auch auf Hampshire eigentlich, aber direkt auf diese Grafschaft nicht. Kann man theoretisch... Unsere Armeen sind ausgehoben. Ja gut, ich meine, er ist ohnehin zu stark, aber trotzdem. Puh, Leute. Zur Herrschaft erzogen, befreunden. Feste Hand. Wohlmeinender Wille. Zur Herrschaft erzogen als... Ja, finde ich, passt ja eigentlich ganz gut als Erben von Alfred dem Großen. Das werden wir mal übernehmen.
Alfred bekommt Kampfgeschick und Oswin bekommt Ränkespiel dazu. Boah, Leute, das ist wirklich hier ein starkes Stück. Und da ist jetzt die Frage, wie darauf reagiert werden kann. Puh, schmerzhaft hier für unsere Angelsachsen, für unseren Eckbert. Ja, der immer noch zufrieden ist. Unruhig. Aber das ist natürlich trotzdem ein Stich ins Herz. Im übertragenen Sinne. Okay, ja, also da müssen wir erstmal sortieren und schauen, wie dann unser Eckbert und seine Familie, wie sie damit wohl umgehen werden. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.